komm bitte. Was fängt denn mit H an und sieht so aus? Was ist das denn für ein Feld? Damit sie sich mit ihnen vereinen kann. Meine Oma hat mir dazu geraten. Er steht dann drauf. Das waren jetzt 200 Geschenke. Ich glaube, das reicht jetzt auch. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute ist was ganz Besonderes, denn es ist Hellas Geburtstag. Sie ist 20 Jahre alt geworden. Die 1 ist jetzt weg vorne und jetzt geht's auf die 30 zu. Oh mein Gott. Auf die 30 geht ja wohl noch nicht zu. Und wer gestern den Vlog gesehen hat, der hat auch gesehen, wie ich das hier alles vorbereitet habe. Ich bin so klein heute neben dir. Ja, ich sitze auf so einem großen Hocker. Ach, und so. Du sitzt auf dem kleineren extra. Ich dachte, du bist jetzt gewachsen, weil du 20 bist. Ja, ich bin total viel noch gewachsen. Genauso groß wie vor 3 Jahren. Wie fühlt es sich an mit 20? Total anders. Wir haben ja auf jeden Fall zu meinem 22. Geburtstag letztes Jahr ein Video gedreht, wo ich für jeden Buchstaben ein Geschenk bekommen habe. Und weil mein Name ja so lang ist, habe ich auch ganze 3 Geschenke bekommen. Ich glaube, ich habe sogar mehr bekommen. Hella hat auf jeden Fall Glück und hat 5 Buchstaben in ihren Namen. Und dieses Mal habe ich Geschenke für sie gekauft. Aber ich freue mich so sehr, obwohl du mir ja schon so viele Geschenke gekauft hattest. Was denn? Im Löster-Video. Ach, kann er sich gar nicht mehr dran erinnern. Gut, ich glaube, ich gebe die Geschenke wieder zurück. Wir lassen das mit dem Video heute sein, weil sie hat ja schon ihre... Ich bin so froh, dass ich so viele Geschenke bekomme. Vielleicht habe ich auch einfach die ganzen Sachen von Löstau eingepackt. So Haar wie Haarbürste. Wir haben keine Haarbürste gekauft. Ja, Mist. Was hast du mir eigentlich damals noch geschenkt? Du hast mir, glaube ich, eine Oral-B-Zahnbürste geschenkt, die sie jetzt die ganze Zeit benutzt. Ein Männerkissen, was ich auf dem Flohmarkt verkauft habe. Und das ist so eine Frechheit. Was war bei Tee? Toilettenpapier, was wir aufgebraucht haben. Also, meine Geburtstagsgeschenke sind schon alle weg oder jemand anders benutzt sie gerade. Ich. Ja, ich glaube, ich habe mir ein bisschen mehr Mühe gegeben. Hallo, ich habe mir auch richtig Mühe gegeben. Ich habe ein Fotoalbum gemacht. Das stimmt. Und einen Toaster habe ich auch bekommen. Ja. Also, schaut euch das Video auf jeden Fall nochmal an. Das war ziemlich lustig. So lustig. Hella hatte auch eine kleine Überraschung für mich in dem Video. Schaut mal vorbei. Genauso wie Tom, aber das seht ihr in dem Vlog, wie ich auf diese ganzen Luftballons gerade reagiert habe. Und wie ich diese 200 Luftballons aufgepustet habe. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem ersten Geschenk mit H, wie Hella. Oder wie? Haarlotion. Haarlotion, okay. Haarbürste. Haarbürste. Muss erstmal drankommen. Hose. Oh, ich hoffe, es platzen keine Luftballons. Oh, Tom, bitte. Ich habe die Geschenke hier ganz hinten hingestellt. Ha, welches war jetzt nochmal Haar? Jetzt kannst du dich gar nicht mehr dran erinnern, in welchem Paket was drin war. Ich habe schon gesehen, ich habe 6 Geschenke und nicht 5. Hier kommen direkt 2 für Haar. Hier ist das erste. Also fühlt sich das an wie Haarlotion oder eine Haarbürste? Das? Keine Ahnung. Wir hatten übrigens keinen Tesafilm mehr, deswegen musste ich hier überall so richtig schönes Paketband dran machen. Und was ist es? Das. Was fängt denn mit H an und sieht so aus? Hosenträger. Das kann ich richtig verwenden. Das ist doch super für mich. Ja, jetzt rutscht deine Hose nicht mehr. Da freue ich mich ja. Kannst schön mit Reiten gehen. Oh mein Gott, ich hatte solche früher beim Reiten. Du glaubst es nicht. Hosenträger beim Reiten? Hosenträger, als ich so 9 oder so war. Warum? Ohne Witz. Keine Ahnung. Heutzutage gibt es Gürtel dafür. Das kannst du doch dann verwenden. Ja. Ich schenke so eine Zahnbürste, die ich jetzt verwende, und du schenkst einen Hosenträger, die du dann verwenden kannst. Ja. Oh, jetzt habe ich gar keine Hose an. Jetzt kann ich das gar nicht ausziehen. Jetzt musst du das machen. Mir ist erst nichts mit Haar eingefallen. Ah! Oh mein Gott! Wie oft das in diesem Video wohl noch passieren wird. Oh mein Gott. Ich hasse es. Ich hasse es, mich zu erschrecken. So, wie sehe ich aus? Super. Oh, jetzt rutscht meine Jogginghose endlich nicht mehr. Das Sehr ist gut. Schön. Und? Hey, ich finde, das steht hier eigentlich. Vielleicht auch nicht. Ich finde, in manchen Jungs steht das halt echt ganz gut. Und dann so, keine Ahnung, ein Anzug darüber oder so. Dann hat mich ein Kommentar daran erinnert, dass ich ja schon ein Geschenk mit Haar habe. Ich finde das Geschenk, Hella. Ist das hier. Ach, du hast einfach was verpackt, was wir schon eh im Haushalt haben. Du wirst es sehen. Oh, falsches Geschenk. Was ist das denn für ein Feld? Ja, es gibt hier 2, die so viereckig sind. Das sah aus wie ein Schuhkarton, aber das fängt mit S an. Ja, S hast du wohl nicht. Oh, das war ganz knapp. Was für ein Feld? Das war mir so klar bei dir. Sie hat noch gar nichts dazu gesagt, wie schön und liebevoll ich alles verpackt habe. Du hast es liebevoll verpackt. Oh mein Gott, stimmt. Handmixer, wie geil. Ja, darüber freue ich mich richtig dolle. Ich hab's auf Ernst vergessen. Das musst du wieder vergessen, okay? Ach, wieso? Lösch es eben aus deinem Gehirn. Piu, piu. Diet. Gelöscht. Stell dir vor. Ich meinte doch noch im Video, das vergesse ich jetzt. Ich hab gesagt, ja, so stimmt. Weißt du noch? Und ich meinte auch, ach, Hella vergisst das schon. Ich hab's dann auch halt vergessen. Ich hab's wirklich vergessen. Ich auch. Und dann hat irgendjemand in die Kommentare geschrieben, bei dem Löstau-Video, was ihr euch auch nochmal angucken könnt, da seht ihr, was ich für Hella sonst noch so zum Geburtstag gekauft habe. Er hat mir so viele Sachen gekauft, Tom. Wirklich, das ist das nicht normal. Das geht dieses Jahr nicht mehr. Das ist echt nicht normal. Er hat mir auch in der Nacht jetzt einfach schon solche Schuhe geschenkt, auch noch solche Boots. Tommy. Ja, ich hatte so viele Ideen auf einmal, was ich dir alles schenken kann. So Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall
hat mich jemand bei YouTube daran erinnert, weil ich das mal in einem Vlog gekauft habe bei Aldi. Und ja. Mega, ich freue mich richtig darüber. Ja, jetzt kann sie endlich Kuchen backen. Sehr schön. Einen Kuchen hast du mir nämlich nicht geschenkt. Weiter geht's mit Buchstabe Nummer E. E, Nummer. Nummer E. Okay, du kannst wieder raten und ich hol das Geschenk. Okay. E. E. Esel. Oh, so einen süßen Esel würde ich auch wohl nehmen. Also wenn der hier reinpasst, kannst du ihn gerne haben. Mein Gott, mir fällt nichts mit E ein. Ja, E war auch ein sehr schwerer Buchstabe. Es hat was mit diesen Luftballons zu tun. Damit sie sich mit ihnen vereinen kann und sie sich dazugehörig gefühlt zu dieser ganzen Herde von Luftballons. Am Ende so ein Luftballon, den ich mir auf den Kopf setzen kann oder so. Welcher Luftballon fängt denn mit E an? Ein Luftballon. Ein ist auf jeden Fall schon mal richtig. Was ist das? Was ist das? Ein Einhorn. Das ist ein Kostüm. Sieht man an. Hella hat mir ja letztes Mal diese schöne Krone besorgt, dann dachte ich, ich besorge dir auch ein schönes Kostüm. Und das passt so gut zu den Luftballons. Die sind ja alle aufgeblasen, jetzt können wir dich auch mal hier aufblasen. Hier haben wir ein Einhornkostüm. Oh mein Gott. Für Hella. Wuhu! Das ist die Mütze. Weiß ich nicht, aber wir ziehen erstmal den Rest an, würde ich sagen. Dann kann ich das zu Karneval anziehen, das ist ja super praktisch. Zu Karneval? Zu deinem Geburtstag ziehst du das an? Ich zieh das nicht zu meinem Geburtstag Heute an. Heute ist dein Geburtstag, das ziehst du jetzt an. Hier, schlüpf mal rein. Der Schweif wollte schon immer so ein Kostüm haben, Tom. Echt? Nein. Aber süß ist es ja. Das ist schon ziemlich süß. So, dann wollen wir dich mal aufpusten. Schau mal, hier ist sogar die Trense. Ich heule. Ja. Yeah. Aber dass das die Beine sein sollen, die sind sehr kurz. Oh nein, es fällt zusammen. Du musst es da wieder reinmachen, Tom. Yes. Okay, es geht weiter mit dem Video. Ich muss das irgendwie zukleben. Ah, die Luft kommt wahrscheinlich überall raus. Deswegen muss man wirklich die ganze Zeit die Luft reinpusten. Oh nein, das arme Einhorn. Für das Geilste sind wirklich die Zügel daran. Habe ich mir das anders vorgestellt. Ich hab's mir auch anders vorgestellt. Jetzt muss ich das hier die ganze Zeit so festhalten. Das ist total schlimm. Sorry, aber. Ich dachte, man pustet das einmal auf und dann bleibt das so. Vor allen Dingen ist es auch so heiß und es sind 36 Grad. Das muss anders verwendet werden. Ja. Oh, ja. Ja, jetzt haben wir einen Ventilator, Tom. Das ist richtig gut, dass du das gekauft hast. Bitteschön. Danke. Ach. Das Einhorn war auch nur das Werbegeschenk, was man zu dem Ventilator dazu bekommen hat. Ja, ist eigentlich ein Ventilator. Oh, das tut ja richtig gut. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Einhorn. Ich werde dieses Kostüm jetzt aussehen. Oh Mann. Aber es hat Spaß gemacht. Das ist halt irgendwie eine komische Erfindung. Ja, ne? Aber ein cooles Geschenk mit E. Okay, das war's mit dem E. Weiter geht's mit L. Du musstest jetzt zwei Geschenke mit L finden. Das war auch wirklich das Schwerste. Fällt dir irgendwas ein mit L? Luft. Einfach Luft verpacken. Hier, dein Geschenk. Okay, rate weiter. Luft. Liebe. Liebe. Jetzt kommt als erstes das kleinste Geschenk. Luftballon. Ja, Leute. Die hat er mir geschenkt. Also das Geschenk mit L waren einfach diese ganzen Luftballons. Das waren jetzt 200 Geschenke. Ich glaube, das reicht jetzt auch. Dann können wir das Video jetzt an dieser Stelle aber beenden. Ja, was ist mit den anderen Geschenken? Weiß ich auch nicht. Die bringe ich zurück. Nein, jetzt kommt das kleinste Geschenk von allen. Das ist eins mit L. Oh mein Gott. Hä? Warum ist denn hier so eine... Ich dachte, sie wäre jetzt in der Nummer kleiner, weil ich habe die mir zu groß gekauft. Was? Du hast dir die gekauft? Aber was? Hast du dir die gekauft? Ja, du hast sie mir gekauft. Genau. Aber die war hier eine Nummer zu groß. Und was fängt mit L an? Löstau. L? Das eine L ist ein Löstau-Geschenk, was ich dir schon geschenkt habe. Ich dachte, er hätte die jetzt umgetauscht im ersten Moment, weil ich habe die mir leider zu groß gekauft, als wir diesen Kaufrausch da hatten gefühlt, dieses eine Video. Ja. Dann ist mir es erst zu Hause aufgefallen und ich dachte, du hättest schon wieder umgetauscht. Nee, L steht für Löstau und das hier ist einfach nur symbolisch für die ganzen Geschenke, die ich ihr bei Löstau gekauft habe und hier ein Bild von Hellas Flyer. Also wenn ihr das Video nochmal sehen wollt, dann müsst ihr auf Hellas Kanal vorbeischauen. Da wurde das Video gepostet. Dankeschön nochmal. Bitte, bitte, bitte. Das war auch teuer genug. So, weiter geht's mit L Nummer 2. Rate weiter. Hab ich doch schon gesagt. Was denn? Luft. Jetzt kommt das größte Geschenk von allen. Oh, yes, yes. Ich freue mich so. Aber Vorsicht, das ist echt schwer. Ich finde das richtig cool, dass wir solche Videos drehen. Machen wir das bei deinem Geburtstag dann auch wieder? Weiß ich nicht. Oder wir müssen dann den Nachnamen machen oder so. Da musst du vorsichtig mit sein, dass... Luft. Nein, Hella. Natürlich, da ist nichts drin. Mach jetzt auf. Meine Oma hat mir dazu geraten, dir das zu geschenken. Ich war gestern mit meiner Oma unterwegs und ich meinte, mir so fehlt noch leicht, ein Leute. Geschenk mit L. Wollt ihr erst Lauch schenken, weil sie steht ja auf Leuche. Oh, bist du aufgeregt? Das größte Geschenk von allen. Oh mein Gott. Oha.
Riechst du's? Das ist das Erste, was ich gesagt hatte, oder? Ja. Hello? Leute, das war das teuerste Geschenk von allen. Ich habe ihr frische Luft geschenkt. An Tagen wie diesen. Gut. Ja, kann man das wirklich? Gut. Nein, Spaß, ich habe da reingefurzt. Im Ernst? Ja. Spinnst du? Sowas zu machen? Furz fängt mit F an. Nein, ich habe da natürlich nicht reingefurzt. Oh mein Gott, ich wusste es halt direkt, dass das nur Luft ist. Ja, danke Oma für den Tipp auf jeden Fall. Im Ernst jetzt? Ja, weiter geht's mit dem letzten Buchstaben, Leute. A. Wie? Affe. Abfall. Jetzt schenken wir die Biomülltonne. Ich seh's kommen. Das Geschenk hat Hella ja schon zum Teil aufgemacht, aber Vorsicht. Vorsicht. A wie? A wie? Schuhe. A wie? Er steht da drauf. Adidas. Ja! Danke. Sind das auf Ernst Schuhe? Oh mein Gott. Die sind richtig schön. Ich dachte, ich kaufe auch noch was Vernünftiges. Ja, nice. Dankeschön. Ich hoffe, sie passen dir auch. Auch endlich mal sauber. Ja, ich kaufe dir dreckige Schuhe, Hella. Nächstes Mal kaufe ich dir dreckige Schuhe. Ja, endlich mal wieder saubere Schuhe. Vielen Dank. Ja, du musst die anprobieren. Ich weiß nicht, ob die dir passen. Welche Schuhgröße hast du? 38. Was steht da drauf? 38, 2 Drittel. Vielleicht hat sie ja mit 20 jetzt größere Füße. Die sind voll schön. Findest du? Die haben so hier so Marmor-Optik. Passen oh mein die? Gott, yes. Ja, sieht gut aus. Ich bin fast hier drüber gefallen. Oh. Die sind voll schön. Dankeschön. Du hast ja auch neue Schuhe dir bestellt. Ich habe auch Stan Smith. War nämlich dabei, Stan Smith durchzugucken. Aber ich und weiß dann noch nicht hundertprozentig, was ich dazu sagen soll, zu diesem Marmor-Optik. Fand's ganz cool. Also die waren tatsächlich auch fast ausverkauft. Die waren scheinbar sehr beliebt. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Yay or nay? Doch. Aber ich finde die auch schön mit dem Gold. Dankeschön. Bitteschön. Was ich mich immer noch frage, was wir jetzt mit den ganzen Luftballons hier drin machen. Weil entweder platzen auch. Die halt alle oder wir lassen die halt so lange hier drin, bis sie... Ich muss die mit zu meinem Geburtstag nehmen. Also zu der Party. Die Hälfte wird halt auf dem Weg platzen, Leute. Jetzt wollen wir mal ein Fazit hören. Was sagst du zu den Geschenken? Was hat dir am besten gefallen und was am wenigsten? Also am allerbesten hat mir die Luft gefallen. Die war sehr gut. Die war sehr frisch, ne? Ich hätte mal, während du das so aufmachst, diese Furz-App rausholen sollen und dann so... Ich muss sagen, ich habe mich wirklich über die Luftballons gefreut. Die waren auch echt cool. Die Schuhe sind auch sehr schön. Und am allerbesten finde ich immer noch das Video, was du mir geschnitten hast. Oh, da müsst ihr auf meinem Instagram-Account vorbeischauen. Das freut mich sehr, dass dir das gefallen hat. Ich habe mir das heute noch 180.000 Mal im Stall angeschaut. Echt? Ungefähr. Ja. Weil persönliche Geschenke sind natürlich die besten. Sind die besten und unbezahlbar, Leute. Verstehen. Also macht euren Freunden eine Freude mit persönlichen Geschenken. Man muss nicht immer was kaufen. Man muss nicht immer was kaufen, aber wir so, jeder Buchstabe ein Geschenk. Ja, es ist doch lustig. Ja. Und wir haben ja auch nicht alles gekauft. Also ehrlich gesagt habe ich die Luft nicht gekauft. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. In einem Jahr wird's den 21. Geburtstag von Hella geben. Da werden wir dann Gabbard buchstabieren. Oder Sophia. Und bei dir machen nicht. Wir S-T-E-I-N. S-T-E-I-N. Ich habe am 21.10. Geburtstag, das ist auch schon in 2,5 Monaten. Also, oder jetzt, wenn das Video draußen ist, in 2 Monaten wahrscheinlich schon. Freut euch darauf und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss und dir noch einen schönen Geburtstag. Dankeschön. Tschüss. Oh mein Gott. Mein Trommelfell ist gefühlt geplatzt.